Also ich bin heute hier, um die Kampagne gegen Pelz für Peter zu schießen, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, da ich halt als Model in der Modebranche sehr oft Pelz sehe und sehr viele Models sehe, die Pelz tragen oder auch viele Designer. Das Motiv ist quasi so, ja, dass ich eigentlich nur in Unterhose dastehe und unter mir ist eine Blutlache und so ein Tellereisen. Also das sind diese fiesen Dinger, wo ja so Tierfallen halt, so eine Bärenfalle. Man sieht meine Orthese halt in dem Bild und dadurch soll halt klar werden, dass ich mir ja eine Extension für mein Bein leisten kann. Da ist eine Erweiterung da. Aber wenn so ein Tier irgendwie ein Bein verliert durch so eine Falle, dann kann sich das nicht helfen und ist halt dem Tode geweiht. Und das für ein Kleidungsstück dann im Endeffekt. Wenn der Konsument das Produkt nicht mehr unterstützt, keiner kauft, dann gibt es auch keinen mehr, der es herstellen muss. Und das wäre natürlich der Idealfall. Ja, es ist halt schwierig, weil der ganze Druck von der Branche ja immer sozusagen beim Model endet. Also das Model muss perfekt sein, das Model muss sich allen Ideen beugen auch. Und ich denke mal, wenn man sozusagen hauptberuflich Model ist und das ist der einzige Lebensinhalt, dann überlegt man sich das schon 3 oder 4 Mal. Ich bin halt in der luxuriösen Situation, dass ich nicht hundertprozentig auf den Modeljob angewiesen bin und mir deshalb eine Meinung erlauben kann. Ich habe keine Lust auf Pelz, ich habe auch keine Lust, das zu tragen. Und überall bei meinen Agenturen ist auch vermerkt, dass ich keinen Pelz zum Beispiel trage. Hi, mein Name ist Mario Galla. Ich als Model trage keinen Pelz. Auch nicht, wenn ein Designer mir das sagt. Ich wünsche auch, dass kein Designer das mehr macht oder irgendwelche Kleidung herstellen lässt mit Pelz. Weitere Informationen gibt es halt auch auf peter.de. Da habe ich mir auch Videos reingezogen. Ich denke mal, jeder, der diese Videos sieht, wird auf jeden Fall nie wieder Pelz tragen.